Hey und willkommen zur Episode 8 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Plays. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, in dieser Episode werde ich nicht so abgelenkt sein wie in der letzten. Wo müssen wir eigentlich hin? Da ist ein Wegpunkt. Und wow, sieht das hier beeindruckend aus. Von dieser Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Sehr schön. Die Frage ist, warum sind wir hier? Wo müssen wir hin? Oh, da. Gut. Ah, ich glaube, wir sind hier letztes Mal schon lang gekommen. Zusammen mit dem Reh und diesem größeren Vieh. Das Problem da war, dass es nachts war und dunkel und neblig. Jetzt sehen wir erstmal hier die volle Pracht dieser schwebenden Gesteinshaufen in der Luft. Boah. Oh, will mich jemand angreifen? Tatsächlich. Das mag ich aber gar nicht. Komm schon, Bogen her. Pfeile craften wir auch. Autsch. Hör mal auf, sowas zu tun. Das ist unfair. Komm schon. Bleib mal stehen, sonst treffe ich die nicht. Toll, jetzt sind sie abgehauen. So, das nenne ich mal Lektionen, die man gelernt haben sollte. Das sieht fast so aus, als ob ich den Stamm da lang wandern muss. Boah, dann machen wir das doch mal. Na, ein Glück war hier Wasser. Hat nicht viel gebracht, muss ich sagen. War wohl nicht tief genug. So, wo ist denn hier eine Heilpflanze? Könnten mal wieder zwei vertragen. Ich glaube, da ist eine. Wunderschön, dass die hier immer so rumstehen. Hier mit der Heilpflanze. Falls wir irgendwann mal wieder in ein Gefecht kommen, werde ich dankbar sein, dass ich hier kurz rübergeschwommen bin. So, eine braucht man noch. Wunderschön. Jetzt gehen wir hier irgendwie Baum entlang. Nachladen ist auch ganz wichtig. Munition nochmal überprüfen. Oh, ich glaube, das waren auch fiese Bastarde hier, die Viecher. Lieber nicht provozieren. So viel zu nicht abgelenkt werden. Vor uns ist wieder ein bisschen was los. Ein Glück habe ich jetzt schon die Hilfe-Items genommen. Und meine Granatenschleuder. Macht man noch einmal einen nach. Oh, wir können wieder ein Tier retten. Das Tier war schon so. Das hat unseren Befreiungsversuch nicht überlebt. Komm schon. Oh, Helfer-Item. Da hätte ich es aber beinahe wieder vermasselt. Waren nur zwei Feinde. Toll. Gegen was haben die eigentlich hier gekämpft? Ach, tut mir leid, dass du da irgendwie ins Kreuzfeuer geraten bist. Nächstes Mal machen wir das vielleicht ohne Minen so nah am Käfig. Naja, man lernt dazu. So, das nehmen wir hier noch schön auf. Hier ist noch eine rote Spur. Ich glaube, das ist das Vieh, was die dann hier angegriffen haben. Also nicht, was hier eingesperrt ist, sondern worauf die geschossen haben. Naja. Unsere Rettungsaktionen müssen auf jeden Fall einen Tick besser werden. Ein bisschen mehr Präzision wird nicht schaden. Ansonsten ja, retten wir halt niemanden. Wir schalten nur RDA aus. Was prinzipiell auch schon eine gute Tat ist. Also moralisch immer fein weg, glaube ich. So. Was für ein dicker Stamm. Und wieso ist jetzt schon wieder Nacht? Ich mag Nacht doch nicht so. Ich habe es letztes Mal gesagt. Ich bin ein Sonnenschein-Gamer. Zumindest wenn ich die Option habe. Ich habe auch so ein sonniges Gemüt. Das geht ja gar nicht bei Nacht. Außerdem haben wir gerade gesehen, wie viel cooler die Welt einfach bei Nacht aussieht. Deswegen ist es schon ein bisschen... Bisschen schade, dass gerade schon wieder dunkel ist.
So, ich denke mal, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Sammeln alle Agilitätsblumen auf jeden Fall ein. Und ja, nicht auf dem richtigen Weg. Wir hätten auch gegen den Uhrzeigersinn dran vorbeigehen können. Naja, macht ja nichts. Viele Wege führen zum Questziel. Wieder ein Sturmbiest. Und Stöcke. Her mit den Stöcken und Hilfe-Items. Also schon habe ich ja eins verbraucht gehabt. So, die Stöcke waren... Ja. Hey, hey, hey. Mich nicht niedertrampeln hier. Ich versuche auch nur mein Bestes hier. Leben zu retten. Ich lasse das mal. Okay. Kann ich abbrechen. Die sind ja harmlos, wollen irgendwie nur ihr Revier verteidigen. Dagegen habe ich jetzt erstmal nichts. Außerdem ist ihre Schwachstelle irgendwie unterm Kinn. Das wird schwierig mit dem Pfeil und Bogen. Leopardpalm, die kennen wir doch noch. Von mir aus könnten wir aber weniger von diesen grünen Blumen hier machen. Ich habe einen Questmarker. Aber schön. Was ist denn Besonderes in der Nähe hier? Also unser Questziel ist auch irgendwo da, aber es muss hier noch irgendwie was anderes sein. Wir haben ein Belzbrick irgendwo hier. Ist es das? Ja. Da ist es ja. Und wie komme ich da hoch? Relativ einfach, würde ich sagen. Im Trampolin. Nee. Dann müssen wir hier hoch. So. So. Denken, denken, denken. Mehr denken. Komme ich da hoch? Da geht's auch, aber dann geht's nicht weiter. Ach, ich denke mal, wir haben ja einen Doppelsprung. Ja, ich denke, das hier ist der richtige Weg. Einmal umdrehen hat gereicht, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, von dem, was ich gerade vorhatte. Na gut. Das ist ja relativ straightforward hier. Sehr schön, dann machen die Mechs mir einen Prozentpunkt weniger aus oder weniger. Was ist denn das? Ein totes Tier auf einer Metallplatte? Ich wünschte, ich würde hier irgendwie entspannt runterspringen können. Springe ich halt ein bisschen unentspannt runter. So. Hier lag das Tier. Also mit dem Scanner bin ich immer noch nicht so zufrieden. Uiuiui, du schläfst ja nur. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, schon wieder diese Teile. Ich brauche eine Zeitlupe. Au, au, au. Mensch, ihr habt's aber auch auf mich abgesehen. Die Kugeln sind nicht so effektiv, würde ich mal sagen. Das war doch ideal gelöst. So, die Feinde lassen uns in Ruhe. Ich habe eine sehr teure Mine verschwunden, weil ich mit Pfeil und Bogen nicht gegen diese schnellen Sachen ankomme. Für mich wäre es viel leichter, würden die sich nicht so viel bewegen. Oder entsprechend der Wegspot größer sein. Also irgendwie müssten die sich entscheiden. So, Waffe weg. Und wir sind endlich am Nebenmissionspunkt angekommen. Der Shaded Grove. Und der Missionsmarker ist... Irgendwo wird er sein. Da ist irgendwas, was leuchtet, aber ich glaube, das ist nur ein Leuchtsack. Ich weiß, kreative Namensgebung. Ich höre was. Ah, hier unten. Hallo, ich suche jemanden. Ich will meine Street Cred aufleveln. Irgendwer? Pastime. Das ist richtig.
Au, 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 au. Feuer, Feuer, Feuer ist heiß. Das mache ich jetzt öfter hier. Pass time, komm schon. Au. Dankeschön. Dann können wir öfter bei Tag spielen. Wunderbar. Es wird hell. Und hier ist was zum Looten. Armgarten-Mod. Ich werde nicht mehr. Und unser Missionsziel ist auch jetzt da. Hallo, ich wurde geschickt. She knows I came here to practice. One of the Sarentu has come to watch my performance. My renown beyond the Kinglore Forest is all but guaranteed. Das glaube ich gern. I'm sorry, but that's not why I'm here. Oh, you could at least have pretended. No matter. I assume you are looking for Vuan. How did you know? She has an ear for fine music played expertly. Surely she would have returned from her foraging had she heard me play. She also mentioned she was gathering herbs for Netu. And we all know how restless my mother's young protege can get. Where should I look? She likes to gather her herbs right across the river from here. Not much for changing her routine, Vuan. She is especially fond of that grassy bit near the shore. Though the reason why escapes me altogether. My notes do not have clarity on the open water. Na gut, schade, dass es nicht die ist. Ah, aber Musik können sie ja hier machen. So. Übern Fluss rüber. Ja, das sind wieder so viele Optionen. Jetzt mal. Oh, hier ist ein Ancestor Skill. Über einen Fluss am Grassy Patch. Okay, das muss ja dann da sein. Wegpunkt ist korrekt gesetzt. Es ist Tag. Es könnte ja nicht schöner sein. Na, klingt aber gefährlich, was die Drachen so rauslassen. Ja, das sieht doch wieder leicht polluted aus. Obwohl, noch ist es grün. Ja, diesmal behalte ich meinen Fokus. Ja, 1,5 Kilometer in die Richtung, ohne dabei zu sterben. Und viel anderes Zeug zu machen. Ich glaube, das geht irgendwann auf die Kniegelenke. Oh no! Was, oh no? Why can't I focus? Das ist eine gute Frage. Da ist irgendwas ganz laut rechts. Klingt ein bisschen wie ein Jurassic Park. Ein Helikopter. Und ich höre meinen Herzschlag sehr laut, also den von meinem Charakter. Wo ist dein Schwachpunkt? Das sind wieder diese komischen Biester. Mensch, ist das minenresistent. Hat's mich erwischt? Ich weiß, alberne Frage. Was hat das Ding denn gefrühstückt? So, Wegpunkt ist da. Achso, das war hier. Oh, ich dachte, ich könnte das wenigstens nochmal machen. Das ist richtig, her mit meinem Geschenk. Spinning and cooking are my favorite things. Try cooking at least. Ich mag lieber essen. Danke schön für das fette Stück Fleisch. Da ist eine Höhle. Ich habe aber gesagt, dass ich brav bin und nicht in Höhlen gehe. So, da ist ein Daffo-Fett wieder. Ich glaube, die Hälfte kommt gerade richtig. Also ich sterbe hier in dem Spiel dann doch relativ oft. Und ich werde abgelenkt. Da ist wieder so ein Camp, das ich bestimmt wieder anfeuern muss. So, Munition sollte eigentlich passen.
Irgendwas Wichtiges hier. Sieht aktuell nicht so aus. Dann wollen wir gleich mal reingehen und schauen, dass wir es wieder zum Laufen kriegen. Den müssen wir wohl zuerst hier draußen das machen. Na, hier kommt man ja auch nicht leicht hin. Sehr schön, Power läuft. Wer hat sich das hier denn ausgedacht, dass man Wege zustellen muss? War es anscheinend schon. Dann muss ich das jetzt reparieren. Oh, das war's komplett. Okay, und hier ist dann eine Kiste. Spare Parts mal 4. Dann kann ich mir wieder was von meinen schönen Granaten hier craften. Und hier ist sogar eine Craft Station. Ja, ja, das Terminal klingelt. Hey, you busy? I mean, of course you're busy. But, well, I need your help. I've been in touch with this hotshot pilot named Louis DeLuca. He finally got fed up with the RDA and stole a Scorpion packed with medical supplies. No. Did something happen? That's the thing. I don't know. I've been trying to call him, like, every 14 seconds. What if the RDA got to him? What if... It's okay, Priya. I'll look into it for you. Dankeschön. Ich werde mal meine Fühler ausstrecken. Kann ich hier was craften aktuell? Überall steht ein Nein dran. Wo habe ich denn überhaupt irgendwas, was Inventargröße? Also hier, ich kann eh nichts craften, aber interessiert bin ich ja schon, wo das geht. Vielleicht wäre das auch nur ein Skill. Wir schauen mal nach. Wir haben auf jeden Fall aktuell 2 Skills, dann wollen wir mal. Ich glaube, Survivor wird mir ganz gut tun. Ich kriege ganz schön aufs Maul. Ja, Base Health increases by 30. Das habe ich doch schon. Okay. Health Pouch Capacity increase by plus 1. Ach, gerade frage ich noch. You gain an additional 50% of your base energy. Boah. Resistance Damage from Plants is reduced by 50%. Das klingt doch gut. So oft, wie ich in komische Pflanzen laufe. Kann man noch was freischalten? Ah, das haben wir auch schon. 50% auf ihr Base Health. So, dann habe ich noch einen Skillpunkt zum Verschleudern. Was machen wir denn da? Barrier, natürlich. Kostet 2. Also, nichts gewesen. Hier, when crouching, you make no noise. Boah. Oh, kann man machen. Duration of Food Buffs increased by 25%. Das könnten wir uns zumindest leisten. Ich spare mir den Skillpunkt. Den können wir nachher bestimmt für was Sinnvolles verwenden. Nicht, dass das jetzt so unsinnvoll war. Assault Rifle Rounds habe ich gefunden. Oh, hier ist wieder so ein mieses, fieses, rotes Spurenelement am Boden. Ah. Da ist auch die Ursache. Ach, das sind wieder diese revierverteidigenden Krabben. Die sind ja im Ort, ne? It is a good thing to collect the gifts of Awa with yes. Our hands. Though it can be tedious. You think so? I disagree. You okay. Are Sarentu. Hello. Hallo. Ich dachte, ihr hättet ein Geschenk für mich. Ich gehe dann mal weiter. So. Elf Potion ist voll. Ich glaube, hier ist irgendwo dieser Baum. Ne, der Baum ist da. Schauen wir kurz mal. Eine kurze Ablenkung wird hier drin sein. Please, take your bow and join me. There should be plenty of fish for both of us. Okay. Ich probiere mein Bestes. Habe ich getroffen? Ich habe getroffen. Ich werde nicht mehr. Ich habe einen Fisch gefangen. Sogar Superior. Und einen Speer habe ich immer noch nicht. Bist du freundlich? Bist du mäßig freundlich?
Mäßig freundlich, okay. Ich habe wohl wieder hier die langsame Route genommen. Also da ist unser Nebenquest-Ziel. Und hier ist unser Ancestor-Tree-Ziel. Irgendwo da oben drauf. Das sieht ja auch witzig aus hier, diese Steinformation da. Und hier mit dem Wasserfall sieht es einfach schön aus. Ja, muss man den lassen. Irgendwas macht das Spiel richtig. Gameplay-mäßig bin ich noch nicht so überzeugt. Und was ist hier drin? Nichts, was ich von dieser Seite anfassen könnte. Okay, schade eigentlich. So, und dann war es wieder vergebens, dass ich hier rüber bin. So. Zumindest geht das hier. Das freut mich auch schon. Und wir haben es halbwegs nach oben geschafft. Hoffentlich ist die nicht irgendwo da oben drauf. Das würde ich jetzt dann nicht machen als Detour. Zumindest hier können wir ja mal lang. Na, irgendwas. Wie? Will mich denn hier alles umbringen? Also die RDA auf jeden Fall. RDA. Immer mit dieser Mischung aus Englisch und Deutsch schon eine Sache. Kommt irgendwas Komisches bei raus, aber solange wir uns verstehen, ist ja alles gut. So, Spiel, was willst du denn von mir? Dass ich den Pfad nehme. Na gut. Gefühlt ist das Spiel auch der Boss. So, jetzt wird es wieder problematisch. Obwohl. Hier können wir zumindest auf den Vorsprung kurz warten und dann. Sehr schön. Also man kommt doch hoch. Beinahe die Hoffnung aufgegeben. Nein, nicht abstoßen. So. Hä? Du müsstest doch locker da hochkommen. Bleib irgendwo hängen wahrscheinlich. Irgendwo bleibe ich hängen. Komm schon! Das kann doch nicht sein, jetzt am letzten Kliffenvorsprung. Boah. Also ob das so der richtige Weg ist, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist man doch ganz hoch. Ich glaube aber nicht, dass die Entwickler einen Weg haben, wie wir das schaffen können. Ich nehme einfach mal an, es gibt irgendwo einfach eine Treppe oder so. Naja, wir haben es geschafft. Und wo ist die Pflanze? Komm schon. Dachte ich bin jetzt hier beim... Ernsthaft muss ich da hoch irgendwie mit dem Flugvieh... Wieso bin ich denn hier hochgekraxelt? Sehen wir die von hier unten auch nicht. Irgendwie muss ich meinen Scanner auch aufleveln. Naja. Wir haben es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Man kommt anscheinend hier hoch. Kann man noch schauen, ob man mit der Höhle irgendwas anfangen. Autsch. 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 Wir haben ja eine gesehen, wo wir von der Außenseite da nicht reingekommen sind, aber eventuell haben wir hier Glück. Werde ich vergiftet? Wieso ist das denn jetzt alles gelb eingefärbt? Kann ich das aufspringen? Das sieht ein bisschen so aus, als ob ich es aufspringen müsste. Ja, hier wird auch nichts rot markiert irgendwie im Faden. Kreuz. Interessant. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Und schau, wieder wird's gelb. Naja, soll's halt. Gut, wir gehen zum Missionsziel. Dann war ich etwas zu übereifrig. Schön neben den Stein springen.
Diesmal hat es ja viel, viel besser geklappt. So. Einmal nach Luft schnappen. Den Seerusen ausweichen. So, Missionsziel sollte ja hier irgendwo sein. Da. Irgendwo in dem Baum. Helf-Item ist voll. Gar nicht gewohnt von mir, dass sie so lange halten. Ja, dann wollen wir mal da hoch. Ich dachte, ich bin hier jetzt richtig. Da hinten leuchtet noch was. Hallo. Ich bin innerhalb der... Also ich muss investigieren. Okay. Das kann ich inspekten. Wahrscheinlich hier zu dem komischen... Das sieht nicht gut aus. And markings. Looks like RDA torture. Don't think so. Mist. Snapped in half. Teeth marks. A fight happened here. Must be Wu An's bow. Snapped. Maybe she ran. Kann ich wieder einen Cent nutzen? Also ich muss wahrscheinlich die anderen zwei noch verlinken. I wonder if... Irgendwie mit hier dem anderen Zeug, was leuchtet. Einem Basket. Wu An must have been taken by surprise. Viper Wolves attacked. Broke Wu An's bow. So she ran. Could follow the scent of herbs. Das klingt doch gut. Und da haben wir ja den Scent of Herbs. Naja, besser als kein Gameplay-Element, würde ich mal sagen. Ist hier nur eine Nebenquest. Wollen die Ansprüche mal nicht zu hoch schrauben. Ansonsten bin ich noch ganz guter Dinge bei dem Spiel. Merkt man halt die Ubisoftigkeit irgendwie raus. Darf jeder für sich interpretieren, was das denn heißt. Ob es Kritik ist oder nicht. Was ist das denn für ein Stachelbaum? Einer, der sich nicht scannen lässt, ist vielleicht ein bisschen schüchtern. Naja, passiert den besten. Wildwood denn? Oder Wildwood denn? Wie gesagt, die Mischung der Sprachen, die macht's immer. Ich muss was... Was willst du von mir, Spiel? Was willst du? Ich kann mit diesem Leuchten in eine Richtung nichts anfangen. Vor allem, wenn man der folgt und dann ist alles komisch. Stay back. I am... Oh. Ja, du bist was. You must be Wu An. Neitu sent me. She was worried about you. Neitu is always worried about me. Except she was right this time. I am trapped here. Trapped? By what? Viper wolves. With strange markings and no kuru. An unnatural kind. Unnatural? Not of Ewa. They are faster than other viper wolves. Meaner. It is not hunger or fear that drives them, but... I saw sorrow in their eyes. They caught me off guard. Snapped right through my bow. They are looking for me. I can hear their prowling. Und das kann ich auch hören. They must have endured to turn so vicious. Did the sky people do this to them? They have no peace, no calm, only the hunt. If they have your scent, maybe I can catch them unaware. Perhaps, but give them the mercy of a swift death. Only then will they finally be reunited with Ewa. The poor beast deserve that kindness at least. Keine Sorge. Ich hab den ganz guten Granatenwerfer. Alter. Was macht ihr denn?
Und was mache ich denn? Nicht treffen. Lass sie mal in Ruhe hier. Boah, selbst mit den Schwachstellen sind die komisch. Hier. Ja, ja, so. Das war doch ein Swifter-Tod, oder? Oh, die Pack-Leader muss ich ausschalten. Das kriege ich auch noch hin. Wo sind sie denn? Also einen habe ich ausgeschalten. Yeah, yeah. Muss ich mal ein bisschen entspannen. Da sind welche. Komm schon. Toll, jetzt habe ich auch nur noch einen Feuer. Na, crafted. Hey, was ist das? Ich glaube, ich nehme wieder Taktik Nummer 1. Kommt her. Schön, dass die mir nichts machen, die Granaten. Hallo. Nein, 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 nein. Nicht meine teure Waffe vergeuden. Jö. Oh, Mercy Full ist anders, aber was soll's. Dann wollen wir einmal nachcraften. Gehen ja weg wie warme Semmeln hier die Pfeile. Okay, eins. Ja. Die ist echt unentspannt, muss ich sagen. Da hinten sind sie ja. Na, kommt hier. Kommt hier. Kommt hier. Kommt hier. Ja, ein bisschen Schaden macht's mir doch. Muss kurz nachcraften. Beste Waffe für den Kampf. Ups. Ja, aber so gewinnt man hier Nebenmission. Dann macht ein bisschen Lärm. Das ist definitiv nicht die Art, wie normale Navi kämpfen würden. Ich bin ja auch kein normaler Navi. Ich bin introvertierter Navi. You are back. Ja, natürlich. You're safe now. The threat is gone. Oh, I thought I was going to die alone in this place. I can hold myself in a fight, but there is a reason I hunt berries instead of beasts. I'm sure you could have handled them all if you still had your bow. Oh, that is sweet of you. I will make sure Netu sets something special aside for you. A token of my gratitude. Dankeschön. Schön, dass deine Tiere hier dich aber schön warm halten noch drin. Achso, das ist nur Holz. Sah ein bisschen aus wie Viperwolf-Leichen. Das sieht aber nicht gut aus. Und Missionsgedöns wird immer noch hier. Was willst du von mir, Spiel? Ist hier wieder ein Belsbrick oder irgendwas, was du mir sagen willst? Belsbrick ist da. So. Glaube, ich sehe schon. Also wird es wahrscheinlich ein falsches Ding sein. Nee, da oben ist es tatsächlich. Also zumindest als Indikator funktioniert es ja, dass was los ist, aber nicht wo was los ist. Sehr schön, sehr schön. Helf nach oben, so soll es sein. So. Dann habe ich keine Ahnung, die Blume, keine Ahnung. Lass mal erstmal weg. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendein Missionsziel. Das können wir ja mal anschauen, was das so ist. Ist zumindest das, was am nächsten ist. Am nächsten. Hier. Munition könnte ich mal wieder haben. Helf-Item bräuchte ich auch mal wieder eins.
Da unten ist ein Helf-Item. Es wächst ja wie auf Bäumen hier. Das ist wunderschön. Da haben wir auch so ein schönes leuchtendes Teil gesehen. Irgendwie auch ein Missionsziel da und Helf ist voll. Dachte ich jetzt eins eingesetzt beim Kampf, aber naja. So. Weiter in die Richtung. Nur nicht auf was treten, was zurückbeißt. Das klingt schon wieder so, als wird was zurückbeißen wollen. Das ist hier noch ganz, ganz harmlos, das Teil. Du hoffentlich auch. Oh. Da ist wieder eins von diesen großen Teilen, die mich letztes Mal so fertig gekrallt haben. Was bist du denn? Und was ist dein Freund da? Boah. Lass mich mal in Ruhe. Mensch, die setzen mir aber zu. Was greift mich jetzt wieder an von hinten? Gut. Die sind erledigt. Irgendwie war hinten noch alles rot markiert. Ich craft mal Pfeile nach. Okay, das greift mich zumindest nicht an. Aber das greift mich an. Für euch habe ich doch was Schönes. Hier, eine Kelle. Na also. Ich finde, ich komme gut mit Problemen klar. So, was seid ihr nochmal? Au. Okay, die kann ich nicht mal scannen. Was soll's. Hier kann ich gleich nachcraften. Ah, mein ganzes Geld gebe ich hierfür aus. Ja, das ist auch echt eine super Waffe. So, gleich am Missionsziel. Jetzt könnte ich Helf-Items brauchen. Mal einfach in die Gegend scannen. Hm. Glaubt, die haben wir hier auch schon gescannt, diese komischen. Kinglaw's Forest, Soul's Light. Oh ja, das sind einfach die Schockteile. Okay, da müssen wir wieder irgendwo hoch. Ups. Beinahe wäre ich da in Trouble gelaufen. Aber hier unten sind Helf-Items. Der Weg war nicht umsonst. Oh, die haben so viele. Oh, ich kann ja immer noch nur zwei aufnehmen. Also hier irgendwie in der Felskante komme ich gerade nicht hin. Hier ganz oben ist anscheinend auch was. Interessant. Dann muss aber hier das in der Mitte liegen. Ich würde einfach mal hier nochmal einen Wegpunkt draufsetzen und hierhin schnell reisen. Es kann doch nicht sein, dass wir den da nicht sehen. Find ich strange. Vielleicht doch in der Höhle. Komisch, eine Blume in der Höhle zu suchen. Also ich judge da generell nicht. Mit dem Scannen hier bin ich echt ein bisschen unglücklich. Das haben viele andere Spiele viel besser gemacht. Ja, ja, ich bin's. Irgendwie treibt die Strömung mich aber hier ein bisschen ab. Hi. Wollt ihr was sagen? You are welcome here. Dankeschön. Ihr auch. Ah. Gab wohl noch einen anderen Zugang hier. Ich dachte, ich müsste auf den Berg hier hoch. Entschied das.
cool aus. Hoffentlich finden wir jetzt die Blume. Ja, da oben ist sie. Ich habe mir so Sorgen gemacht, dass die hier nicht ist. Eher mit meinem Ancestor-Skill. Hier auf die Kristalle. Kann ich mich da überhaupt festhalten? Mäßig. Na gut. Dann probieren wir es vielleicht nochmal gescheiter. Vielleicht muss ich auch einfach weiterlaufen. Wer weiß das schon? Nur nicht die Augen von dem Blümchen da lassen. Ein Superior Cooking Ingredient. Also besser kann der Tag nicht werden. Vielleicht nur, wenn wir wissen, wie wir da raufkommen. Ja. Wir haben nichts gewonnen, aber so viel falsch haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist doch schon mal... Ich dachte, da unten lag irgendwie so ein String-Mod. Warum auch immer. Komm schon. Ich übersehe was Offensichtliches. Beziehungsweise das Offensichtliche übersieht mich. Den Schmetterling folgen, hieß es ja irgendwann mal. Und das geht ja eher jetzt raus hier. Ich habe nichts gesagt. Folgt den Schmetterlingen, Leute. Und einstöpseln. Irgendwie. Bin gespannt, was wir für ein Skill bekommen. Soft Landing. Pressing Control just before hitting the ground reduces fall damage by 50%. Naja. Gar kein Fallschaden wäre auch in Ordnung gewesen. Achso, die haben bestimmte... Blumen sind für bestimmte Skills verantwortlich. Okay. Boah. Und wir haben zwei weitere Skillpunkte. Skillpoints. Wollte eigentlich Skillpunkt sagen, habe mich aber mittendrin gebremst. So, dann gehen wir mal auf Survivor oder Warrior. Was haben wir denn hier, was 2 kostet? Health Pouch, Capacity by increased by 1. Resistance. Oh, dear. Base Health increases by 120. Damage from plants is reduced. Das haben wir schon. Und Warrior ist irgendwie... Base Damage wird größer. Das nehmen wir. Extra Ammo 1. You can now carry twice as many regular arrows, spears and firearm rounds. Erhöhte Ammo-Kapazität. Sehr schön. Haben wir noch einen Skillpunkt? Ich glaube, einen hätten wir noch. Ah, den spare ich mir wieder auf. Jo, einen haben wir noch, so wie es aussieht. Na gut. Ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.